fahren jetzt. Letztes Rennen in wenigen Augenblicken für Sie hier in Marino. Viertes Rennen, André Hamelin Rennen, Handicap Pokal de Lutz Halbfinale. Drin setzt bitte ein, Start in 20 Sekunden. Und für unsere Fußballfans haben wir leider Gottes eine traurige Nachricht zu vermitteln. Hertha BSC scheitert überraschend gegen Berönti in der Qualifikation zur Euroleague aus, und zwar 3:1. Der Torschütze von Berönti ist der Start für das 12. Rennen ist frei. Start 3:1, also entstand Hertha BSC nicht im internationalen Geschäft. Aber wir sind es jetzt zum 12. und letzten Rennen. Die Teilnehmer beziehen die Startplätze hinter dem Startwagen. Favorisiert Klammer 17 für 10, Billige Wilkins TP, gefolgt von Katzgewohn. Das wird in der Startphase schon ein heißer Tanz. Meter bis zur Startmarke. Das 12. Rennen, André Hamelin Rennen, ist gestartet. Venus Simoni hat sich in der Startphase weit, weit zurück versäumt, und an die Latten fliegt hier erstmal Cap de Bon gegenüber Topaz, dahinter Billy the Kid TP. Und es geht hinein in den ersten Bogen. An der Spitze Cap de Bon, außen Billy the Kid TP, dann innen Topaz. Und im ersten Bogen attackiert Billy the Kid TP außen Cap de Bon und kommt jetzt nun im Einbiegen des ersten Bogens an die Latten. Dahinter Cap de Bon, zweites Wert, dann Topaz. Dann haben wir in der vierten Position außen Andalou. An der Innenkante trabt dann Ronny Brandt. Dahinter ist dann Gobelin, und hinter Gobelin sind dann Ironheart und außen in zweiter Spur King Bantam M. Vor dem Ziel geht es jetzt nur noch auf die Schlussrunde. Die nächste Zwischenzeit ist hier 15:0. Und Andalou kann sich in zweiter Spur verbessern und rückt auch rasch voran in die zweite Position. Und an der Spitze ist Billy the Kid TP und außen Andalou. Dahinter innen Cap de Bon. In zweiter Spur trabt hier weiterhin Gobelin. Dann an der Innenkante Topaz. In der zweiten Spur außen King Bantam M. Und im Trotto.de-Bogen geht es jetzt nun auf die Überseite, und Andalou drückt jetzt nun auf das Tempo. Außen, innen liegt Billy the Kid TP, 18:4 die nächste Zwischenzeit, Mitte gegenüber. Und Andalou weiterhin mit Druck auf den führenden Leader, der weiterhin dagegen hält, an der Innenkante Cap de Bon. Daneben trabt Gobelin, gute Haltung. Innen Topaz, dahinter King Bantam M. Dahinter trabt dann in zweiter Spur Hövings Ruini Z und Iron Heart. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Vorne weiterhin Billy the Kid TP, Kurt eine Länge, außen Andalou, der nicht locker lässt. Gobelin dahinter, dann King Bantam M. 14:6 war die Zwischenzeit. Und im Schlussbogen Billy the Kid TP weiterhin mit einer Länge an der Spitze. Gobelin geht in die dritte Spur. Andalou ist in der Mitte, an der Innenkante Cap de Bon. Die Nummer 4 des Rot. Und King Bantam ist aus der Palette, aber außen Gobelin, der kommt ganz stark außen. In der Mitte Andalou und Billy the Kid TP gewinnt es nicht. Jetzt kommt Ronny Brandt und ganz außen Hövings Ruini Z. Ja, wer denn nun? Gobelin gewinnt es. Toto 1000 zum Abschluss. Gobelin gewinnt es. Wahnsinn. Zum Abschied noch ein schönes Geschenk. Gobelin gewinnt das 12. Rennen mit Gerd Berghans. Zweiter wird die 5 für 733 für 10. Ronny Brandt und Andreas Geineder. Und Dritter, weil es so schön ist, die 7 Hövings Ruini Z mit Andrea Lombardo. Also wenn sie das Ding getroffen haben, Chapeau. Vorläufig 6, 5, 7. Vierter wird die 8. Und Fünfter die 1. Und die Sieg-Eventualquote ist 1025 für die Startnummer 6. Gobelin mit Gerd Berghans.